Hallo und willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin's, euer Odo, und ich melde mich mal wieder mit einer Nachricht vom Kanal. Diesmal mit der besseren Webcam. Man sieht mich trotzdem nicht, wegen Brille. Naja, vielleicht sollten wir die Webcam auf Kameraführung machen. Ha, da sieht man meine Nasenlöcher. Gleichzeitig Webcam führen und sich anschauen im Internet, um zu schauen, ob man telegen ist, ist nicht so einfach. Man soll zur Kamera schauen. Hallo, also. Ich bin gruselig, hoffe ich. Gut, also, zurück zu dem, was... Jetzt schaue ich schon wieder auf den Bildschirm. Zurück zu dem, was ich euch zu sagen habe. Also zunächst mal, ihr habt vielleicht mitgekriegt, in den letzten Monaten habe ich hauptsächlich Ziff und Gloomhaven hochgeladen. Beides ist kurz vorm Ende, sowohl bei Ziff als auch bei Gloomhaven kommen diese Woche die letzten Folgen. Das heißt, ich werde neue Dinge aufnehmen. Gloomhaven ist sowieso nicht besonders gut angekommen, mal abgesehen davon, dadurch, dass das ein Brettspiel ist, sieht man nicht sehr viel und viel Action gibt es auch nicht und das Palaver von uns alten Männern ist auch nicht so interessant. Ja, wir haben uns vorletzte Woche, also die drei Typen, mit denen ich Gloomhaven gespielt habe, haben uns verabredet, dass wir uns zusammensetzen und überlegen, was wir als nächstes spielen wollen. Ich bin ein großer Befürworter von Don't Starve Together, nicht weil ich das Spiel so super finde, sondern einfach weil es viel lustiger ist, wenn man sich das anschaut und wenn man es zu zweit spielt als alleine. Ich habe ja mal ein Don't Starve gespielt, das war eine ziemliche Katastrophe, wie ihr vielleicht euch noch erinnern könnt. Nach 6 Aufnahmen war ich schon tot, das war ziemlich traurig, aber na gut, soll sein. Auf jeden Fall könnte es sein, dass wir ab nächster Woche Donnerstag am Abend wieder auf Twitch auf dem Kanal vom Schweiger zu sehen sind und tatsächlich Don't Starve Together spielen. Schauen wir mal. Was noch? Ja genau, die Ziff-Reihe ist auch zu Ende und ich werde jetzt nicht mehr Ziff spielen, zumindest werde ich es nicht aufnehmen. So super finde ich Ziff 6 jetzt nicht. Es ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher. Ziff 5, glaube ich, mag ich trotzdem noch mehr. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich bei Ziff 5 alle DLCs habe und bei Ziff 6 nicht. Und der Computer ist wirklich schlecht bei Ziff 6. Boah, fürchterlich. Naja, wurscht. Was ich aber möglicherweise, also was ich jetzt auf jeden Fall mache, was ich jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen habe, ist ein Seher von meinem Kanal, um genau zu sein, gezwungener Seher, weil es meine Tochter ist, die ist bekanntermaßen ein Teenager, die hat sich irgendein Teenager-Adventure angesehen und hat mich dazu gedrängt, weiß ich nicht, sie hat halt gesagt, nimm das auf, sie hat mich gefragt, ob ich Life is Strange aufnehmen will. Tatsächlich bin ich kein großer Fan von solchen überrealistischen Adventures, wo du rumrennst und mit Leuten redest und nicht allzu viel machst, aber gut, soll sein. Ich habe mir das jetzt angeschaut, vor allem ist es deswegen ganz nett zum Spielen, weil das Life is Strange ist in mehreren Episoden und die erste Episode kann man quasi als Einstiegsdroge gratis runterladen und das habe ich auch gemacht und wie schon gesagt, 5 Folgen habe ich davon schon aufgenommen. So, sieht man meine Nasenlöcher? Ich hoffe, die Webcam ist nicht so gut. Ich schaue jetzt gleichzeitig auf den Bildschirm und sieht die Nasenlöcher nicht. Ein wenig. So. Ja, wurscht. Pfeif auf die Nasenlöcher. Gut, also, Life is Strange. Kameraführung. Ich sollte Kameramann werden. Wo war ich jetzt? Denken. Ah ja, genau. Ich werde auch, weil das, was mir am meisten taugt und das, was ich am ehesten spiele, sind Strategiespiele und da ich aus der Paradox Games Welt komme und ihr habt ja jetzt schon 2 Victoria Let's Plays von mir gesehen und auch das Let's Play gemeinsam mit dem Schweiger, das Crusader Kings,
Der Ursprung vom Ruhm und von der Macht von Paradox Entertainments liegt in einem Spiel, das nennt sich Europa Universalis. Da gibt es jetzt mittlerweile die vierte Version. Die habe ich bei weitem nicht alle DLCs. Wenn man alle DLCs kaufen will, ist das sau teuer. Ich bin kein großer Fan davon. Naja, was soll's. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich Europa Universalis 4 spielen. Ich werde meine eigene Challenge setzen. Zunächst wollte ich eigentlich ein sehr schwieriges Land, nämlich Byzanz, spielen, bin dann aber bei den Tests mehrfach gescheitert und habe mir jetzt als neue Challenge gesetzt. Ich werde mit Österreich starten, weil das erstens viel einfacher ist, weil wir den Vergleich zu Victoria haben. Da habe ich ja auch Österreich gespielt. Und als Challenge setze ich mir, Österreich startet als Kaiser, oder, ja, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation. Zu dem Zeitpunkt heißt es, glaube ich, nur Heiliges Römisches Reich oder nur Römisches Reich, was weiß ich. Das mit der deutschen Nation kommt erst später dazu. Auf jeden Fall plane ich, so lange zu spielen, bis ich abgewählt werde. Das heißt, mein Spielziel wird sein, das gesamte Spiel über deutscher Kaiser zu sein, vielleicht auch Deutschland zu einen, und zwar mit Italien, weil am Anfang, und deswegen heißt es ja am Anfang noch Heiliges Römisches Reich, am Anfang ist nämlich auch noch Italien Teil dieses Heiligen Römischen Reiches, und schauen, ob ich das Heilige Römische Reich nicht ausweiten kann. Schauen wir mal, wie weit wir das ausweiten können. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt der Plan, den ich habe. Wenn wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Ja, und wenn euch das gefällt, schaut ihr dann darauf. Ja, das heißt, ab übernächster Woche eigentlich, oder ab nächster Woche vielleicht schon, wahrscheinlich schon, wird es drei neue Spiele geben. Hoffentlich Don't Starve Together, das weiß ich nicht. Also noch haben sich die anderen drei nicht breitschlagen lassen, nicht hundertprozentig breitschlagen lassen. Vielleicht auch irgendein anderes Spiel, wer weiß. Schreibt unten hin, was man gut zu Merd spielen kann. Irgendeiner von meinen Schülern hat mal ein Spiel gesagt, das habe ich mir dann aufgeschrieben, da habe ich es mal angeschaut und dann habe ich es wieder vergessen. Also wenn ihr euch das anschaut, dann ja, gut. Und hier noch eine kurze Nachricht an all meine Schüler. Ja, nach den Herbstferien startet tatsächlich die Testsaison. Yay! Ist das schön! Ah, ich habe schon alle Tests gemacht für alle Klassen. Außer für die 8a, weil die sind solche Wappler, die machen keine Tests. Ja, ich bevorzuge die. Nein, ich bevorzuge sie nicht, aber die haben, glaube ich, erst 4 Stunden gehabt mit mir oder noch weniger. Also viel mehr als 4 Stunden waren es auf jeden Fall nicht. Was soll ich bei denen einen Test machen? Kann ich sie gleich fragen, wie ist dein Name? Und wenn sie den richtig beantworten, kriegen sie einen Einser oder wie? Nein, 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 so machen wir das nicht. Die werden auch richtig beurteilt, aber halt, ja, anders. Okay. Ah ja, genau. Und ich nutze das ja auch immer. Im Hintergrund geht ein Teenager durch. Ausgezeichnet. Mit der Kameraführung hätte ich sogar auf sie zoomen können. Nein, hätte ich nicht, aber weil das Zoomen, weiß ich nicht, ob man das kann mit dieser Webcam. Auf jeden Fall, ich mache ja auch immer Werbung für Brettspiele. Bleib hier, Kamera, bleib hier. So, ich habe hier ein neues Brettspiel, das ich euch vorstellen will. Ja, nennt sich Time Stories. Ah, verdammte Kameraführung. Ah, war aufgenommen in die Liste der Kennerspiele des Jahres 2016. Schaut wieder mich an. Kein Mensch interessiert das Spiel. Kann ich empfehlen. Passt auch relativ gut zu Life is Strange. Ist ein Spiel in so einer Art kooperatives. Ah, verdammt, verdammt. Kameraführung, ist so eine Art kooperatives Detektivspiel, bei dem man in die Vergangenheit reist,
Deswegen passt es auch sehr gut zu Life is Strange. Hat er das jetzt aufgenommen oder hat er es nicht aufgenommen? Ja, werden wir gleich sehen dann. Zu lange aufgenommen offensichtlich. Na gut, was wollte ich jetzt sagen? Muss ich dann halt rausschneiden. Das ist eine gute Idee, schneide ich nachher raus. Life is Strange handelt von einem handelt von Zeitreisen, das heißt, man reist in die Vergangenheit und versucht eine Katastrophe zu verhindern. Man muss das Spiel öfter spielen, bis man es geschafft hat, weil es leitet einen sehr gerne in die Irre. Ist ein ziemlich nettes Spiel, hat uns ganz gut gefallen, kann man leider eigentlich nur einmal spielen, bis man es gelöst hat, aber es gibt andere Fälle, die man sich zusätzlich noch kaufen kann. Kann ich also nur weiterempfehlen für all jene, die Deduktions- oder Detektivspiele mögen. Und es war echt schwierig zu knacken, also und das, obwohl wir es zu viert gespielt haben und zwei davon waren erwachsen. Und ich war auch dabei. Okay, na gut, Herrschaften, dann sehen wir uns hoffentlich in neuer Frische im November in der Schule wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann und abdrehen.